Und ich begrüße Bürgermeister Wolfgang Matti jetzt in unserem Landesstudio Vorarlberg. Guten Abend. Guten Abend. Herr Bürgermeister, das sind ja wirklich schwere Vorwürfe der Heimärztin, die wir gerade noch mal gehört haben. Warum sind Sie eigentlich nicht einfach heimgegangen, als Ihnen die Ärztin gesagt hat, Sie kommen heute noch nicht dran, sondern sind zum Heimleiter gegangen und haben sich eine Sondergenehmigung geholt? Na, das stimmt so überhaupt nicht. Ich bin der Letzte gewesen, der das Haus betreten hat. Es war keine Menschen waren mehr vor dem Haus, die gewartet haben. Im Warteraum waren noch zwei oder drei Menschen, die auf die Registrierung und dann auf die Impfung gewartet haben. Dann hat die Ärztin gesagt, sie sind nicht in dieser Gruppe, sie kommen heute auch nicht dran. Dann habe ich gesagt, ja, das ist okay, ich habe nur gehört, eventuell könnte Impfstoff am Schluss übrig bleiben. Wenn dem so wäre, ich wäre auf Abruf. Und deshalb bin ich dann auch in weiterer Folge in einem Warteraum habe ich weiter gewartet und dann habe ich gesehen, dass Menschen angerufen wurden, die sind dann auch gekommen, haben sich impfen lassen und am Schluss hat man mich dann auf einmal aufgefordert und hat gesagt, eine Dosis gibt es noch und dann habe ich gesagt, na, die nehme ich ganz gerne. Meine Frage nochmal, warum sind Sie nicht einfach heimgegangen? Ja, weil ich gehört habe, dass am Schluss einer solchen Impfaktion immer ein Restposten übrig bleibt. Und ich schmeiße zu Hause auch kein hartes Brot weg, sondern da wird halt noch ein Toast gemacht. Und ich denke, es ist auch schade, wenn man eine Impfdosis wegschmeißen muss. Ja. Wenn diese auf Null gewesen wäre und mir gesagt hätte, es gibt keine Impfdosis mehr, wäre ich auch anstandslos nach Hause gegangen. Ich habe auch nie reklamiert, ich habe mich auch nie vorgedrängt. Aber Herr Bürgermeister, Sie sind Bürgermeister in Feldkirch und Sie haben heute mehrfach betont, dass Sie Eigentümervertreter des Seniorenheims sind. Wäre es dann nicht Ihre Aufgabe, diese Impfaktion so zu organisieren, dass keine Impfdosen übrig bleiben? Ja, das geht. Das wird auch so organisiert. Offenbar nicht. Es ist doch, das wird so organisiert und das habe ich versucht jetzt zu erklären. Es gibt also, man kann ja nicht ganz genau sagen, wie viele Dosen aus einer Ampulle gezogen werden. Das können zwischen 4 und 7 sein, je nachdem, wie es dem Arzt auch da gelingt. Und deshalb kann auch nicht ganz genau berechnet werden, wie viele Menschen in einer Impfaktion dann wirklich durchgeimpft werden können. Und wenn am Schluss Impfdosen übrig bleiben, so gibt es eine sogenannte Backup-Liste. Und aus dieser Backup-Liste werden Personen angerufen oder beziehungsweise vorher schon in Bereitschaft gestellt. Und der Bürgermeister hat sagen, aber Mitarbeiter ja? im Heim, es wären genügend andere Personen auch da gewesen, unter anderem vom mobilen Hilfsdienst. Aber selbst wenn das nicht so war, das Altersheim, in dem Sie waren, ist im Stadtteil Giesingen. In Giesingen wohnen 450 Menschen über 80. Niemand von denen wollte sich impfen lassen am Sonntag? Na, die waren nicht auf der Backup-Liste. Aber die wohnen in ein paar hundert Metern Umkreis um das Seniorenheim. Ja, dann hätte man müssen diese Menschen auf die letzten 5 Minuten hin mobilisieren. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz möglich, oder? Und wir wissen das ja vorher, weiß man das ja nicht. Das weiß man keine Viertelstunde vorher, wie viel das dann noch aus einer Ampulle gezogen werden kann. Jetzt, Herr Bürgermeister, da ist die Zeitspanne sehr, sehr gering. In Vorarlberg ist erst ein Bruchteil der über 80-Jährigen geimpft. Sie haben sich aber schon vor Wochen, haben Sie heute erklärt, auf die Impfliste des Seniorenheims setzen lassen. Kommt Ihnen das nicht seltsam vor als Politiker? Nein, ich glaube, das ist gerade umgekehrt. Es gab eine große Diskussion bei uns auch in den Seniorenheimen, wie auch in anderen Betrieben, auch im Rathaus. Soll ich mich impfen lassen? Kann ich mich impfen lassen? Diese Diskussionen kennen wir. Die sind durch die Medien gegangen und es gibt nach wie vor Menschen, die einer Impfung sehr skeptisch gegenüberstehen. Ich habe immer versucht, die Impfung als Attraktivität zu proklamieren, die Mitarbeiter aufzufordern, informiert euch, ich denke, Impfen ist gut. Ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen. Und das hat dann zu einer Diskussion geführt, wo es geheißen hat, ja, würdest du dich als erstes impfen lassen? Dann habe ich gesagt, für mich ist es keine Frage. Ich vertraue hier der Medizin, ich vertraue der Wissenschaft. Ich würde mich impfen lassen. Mich kann man gerne auf eine Liste setzen. Aber ich möchte sagen, das war nicht die Impfliste, sondern das war diese Backup-Liste.
Und jetzt haben Sie heute im Ö1 Mittagsjournal gesagt, Zitat, als Eigentümervertreter des Seniorenheims habe ich sehr, sehr oft intensiven Kontakt zu den Bewohnern, deswegen habe ich die Impfung angenommen. Und das hat mich jetzt überrascht, weil laut der geltenden Verordnung des Gesundheitsministeriums dürfen ja alle Heimbewohner nur einmal die Woche Besuch bekommen und das nur durch einen nahestehenden Angehörigen. Warum sind Sie so viel im Seniorenheim? Wir haben vier Seniorenheime. Ich habe sehr viel Kontakt, nicht nur zu den Bewohnern, zu den Bewohnern und Bewohnerinnen in diesen Covid-Zeiten, das ist richtig, da habe ich weniger Kontakt. Aber ich habe Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zur Geschäftsführung und zu den Angehörigen dieser Menschen. Dazu müssen Sie hingehen? Menschen. Das machen doch die meisten Menschen heute online, gerade im Pflegeheim. Das ist nicht immer alles online zu erledigen. Es sind auch besonders zum Beispiel die Gespräche mit den Angehörigen nicht immer online zu erledigen. Also es gibt einfach irgendwo immer Kontakte. Deshalb bin ich auch als Eigentümervertreter auf dieser Backup-Liste eigentlich. Aber Herr Bürgermeister, Sie müssen doch für die Gespräche mit den Angehörigen nicht ins Pflegeheim gehen. Die können doch zu Ihnen ins Rathaus kommen. Diese Menschen, die ins Rathaus kommen, kommen von ihren Angehörigen. Also ich bin da immer dieser Situation ausgesetzt. Das ist nicht nur mit Angehörigen vom Pflegenden, das ist auch sonst mit Menschen. Ich kann mich nicht in eine Glashülle zurückziehen. Es gibt immer wieder Bedarf an physischen Kontakten. Aber Sie können sich so wie die anderen Menschen, die mit Pflegeheimen zu tun haben, testen lassen. Muss man ja sowieso machen, bevor man ins Pflegeheim in Giesingen geht. Ja, ich werde regelmäßig getestet. Ich teste mich selber mindestens jeden zweiten Tag, weil ich aus dieser Verantwortung herauskomme und auch niemanden in meinem engeren Team in irgendeiner Folge anstecken möchte. Sobald ich irgendwas spüren würde, würde ich mich zurückziehen. Und deshalb habe ich auch zu Hause Testkits. Und teste mich zweimal jeden zweiten Tag und nehme an jeder öffentlichen Testung teil, an jeder Testmöglichkeit. Ich habe auch die Menschen aufgerufen zu testen und ich habe auch beim Testen habe ich gesagt, sehr gerne, ich mache das am Anfang als allererstes, wenn das sein muss. Ich möchte einfach da die Verantwortung und die Verantwortlichkeit deponieren und zeigen, dass man mit gutem Beispiel vorangehen kann. Bei der Impfung habe ich mich hinten angestellt, das möchte ich nochmal sagen, hinten angestellt, gut. Aber dann auch nicht gedrückt. Und Herr Bürgermeister, das bestreiten jetzt irgendwie natürlich einige Leute im Eigenheim, im Seniorenheim, dass sie sich hinten angestellt hätten. Vor der Impfung muss man sich ja möglicherweise nicht drücken, weil sehr, sehr viele Menschen gern geimpft werden möchten. In Feldkirch leben 1750 Menschen über 80. Wie viele von diesen 1750 sind schon geimpft? Also wir haben jetzt alle Seniorenheime durchgeimpft. Per heute haben wir die vier städtischen Heime mit den Mitarbeiterinnen, mit den Mitarbeitern, teilweise Mitarbeiterinnen des mobilen Hilfsdienst, teilweise auch pflegende Angehörige, besuchende Angehörige. Wir haben hier diese Heime an sich, können wir jetzt als Aufgabe abhaken und uns der nächsten Gruppe widmen. Und wie viele von den über 80-Jährigen, die nicht im Heim leben, sind schon geimpft? Das kann ich hier nicht sagen. Darüber habe ich keine Aufzeichnung. Gut. Sie sind 65. Auf der Homepage der Gemeinde steht gleich am Anfang eine persönliche Botschaft von Ihnen an die Feldkircher, die beginnt mit dem Satz, ich werde mit großer Vorsicht an heikle Themen herangehen und mit Bodenhaftung die gesteckten Ziele verfolgen. Es gilt stets, die Auswirkungen mitzudenken. Es wirkt jetzt offen gesagt nicht so, als hätten Sie da mit besonderer Vorsicht und Bodenhaftung agiert und die Auswirkungen mitgedacht, oder? Ich gebe zu, dass die Auswirkung jetzt nicht optimal rüberkommt. Das stimmt, das muss ich auch selbstkritisch mir eingestehen. Es wäre wirklich besser gewesen, auf diese letzte Charge zu verzichten und zusehen müssen, wie sie entwertet oder entsorgt wird. Aber das tut mir im Herz weh. Jetzt, also ganz ehrlich, Herr Bürgermeister, es schauen uns ungefähr 800.000 Leute zu. Was glauben Sie, wie viele von den 800.000 Leuten glauben Ihnen, dass man diese letzte Impfdosis weggeworfen hätte? Das ist Tatsache. Das müsste man, weil wenn niemand mehr da ist, der die Impfung aufnehmen kann, muss sie entsorgt werden. Die Ärztin, die Impfung gemacht hat, sagt, es wären genügend Leute da gewesen. Ja, das stimmt eben nicht. Sie sagen, die Ärztin lügt.
Ich sage, sie hat eine andere Wahrnehmung. Dann bitte müsste man das objektiv von Zeugen sich auch sagen lassen können. Und ich behaupte, weil ich im Warteraum war und weil ich vor dem Haus und ins Haus der Letzte war, der reingetreten ist, da ist die Schlange vorher schon alles abgearbeitet gewesen. Dann erst bin ich in das Haus. Und ich habe auch gesagt, ich stehe bis zum Schluss da. Und ich habe gesehen, dass man Menschen noch angerufen hat und die gekommen sind und die dann zur Impfung vorgegangen sind. Das ist richtig. Was hätten Sie denn gemacht, wenn 3 Impfdosen übergeblieben wären? Ja, ich hätte halt auch geschaut, dass noch irgendjemand, den ich irgendwie mobilisieren kann, dass der noch zu der Impfung kommt. Das hätten Sie ja mit der einen auch machen können. Ja, gut, das ist richtig. Das hätte ich mit der einen auch machen können. Es schreiben die Vorarlberger Nachrichten, die ja an sich kein schlechtes Gefühl für die Stimmung im Bundesland haben, in ihrem Leitartikel heute, dass sie sich gegen jeden Impfplan, gegen jeden Hausverstand und vor allem gegen jeden Anstand vordrängen, ist nicht nur verwerflich, sondern völlig inakzeptabel. Das geht schlecht nicht. Es gibt wirklich viele Empörungen in Vorarlberg und auch einige Rücktrittsaufforderungen. Denken Sie an Rücktritt? Nein, da denke ich nicht an Rücktritt. Nicht, weil ich kein Gewissen oder kein Gefühl habe in die Richtung, sondern ich bin da glaube ich, schon auf diesem Weg, dass ich mich nicht in den Vordergrund spiele. Und ich hätte das, wenn Leute hier gewesen wären, anwesend gewesen wären, die noch eine Dosis abnehmen hätten können, dann wäre ich ohne weiteres zurückgetreten. Das wäre überhaupt kein Problem. Ich habe mich auch nie vorgedrängt. Das ist eine komplett falsche Darstellung. Wer das beobachtet hat aus neutraler Sicht, dann kann klar belegen, wie defensiv ich mich verhalten habe, wie ich abgewartet habe, wie ich gewartet habe, bis alles leer war und erst dann wurde mir diese Dosis verabreicht. Also einen Grund für eine Entschuldigung gibt es auch nicht? Natürlich, ich habe ja gesagt, ich bin auch sehr selbstkritisch in diese Richtung und kann mich auch entschuldigen. Da fällt mir auch kein Stein aus der Krone, wenn das Verhalten falsch gewesen wäre, dass ich da irgendjemanden unter Druck gebracht hätte. Soll ich mich jetzt entschuldigen, dass ich diese letzte Dosis genommen habe? Ich könnte mich entschuldigen in die Richtung, dass mir nicht eingefallen wäre auf die Schnelle, wer jetzt das noch nehmen könnte, die nächsten 10 Minuten. Also Sie entschuldigen sich nicht? Ich kann mich schon entschuldigen, wenn man Wert drauf legt, aber sagen Sie mir bitte, soll ich mich entschuldigen, dass ich diese letzte Dosis genommen habe? Letzte Frage, die zweite Impfung für Sie wäre in 3 Wochen fällig. Werden Sie sich dann nochmal impfen lassen? Ich werde mich impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin, ja. Wann wird das sein? Das kann ich jetzt nicht sagen. Das wird man mir dann sagen, wann ich an der Reihe bin. Also es muss nicht in 3 Wochen sein? Es muss nicht in 3 Wochen sein, ne? Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und wie die Vorarlberger Nachrichten am Abend berichten, hat sich auch die 44-jährige Bürgermeisterin von Rankweil in Vorarlberg im Altersheim impfen lassen, damit keine Impfdosen übrig bleiben, wie sie den VN erklärt hat.